außen, die Rippen sind frei und auf, das Herz ist oben, das Becken geht nach hinten, die Gesäßmuskeln arbeiten sich ins Kreuzbein und verlängern die Wirbelsäule in ihren Korb. Von hier drücke die Füße in die Erde, schieb das Bobschrall nach oben und Knie ab. Und nochmal drück, Popo arbeitet. Und einmal noch. Und von hier setz Fuß ab, vor und zurück, schieben, Schultern, Achselhöhlen sind voll und trotzdem ziehen die Leisten nach hinten, Schultern gegen Leisten und aus dem Federn und den Po fliegen lassen. Hopp. Gehen den Squat einmal noch, die Knie nach außen, Fersen nach innen, Knie nach oben und jetzt nicht in den Leisten hängen, sondern in die Leisten reinschieben, nach unten, nach hinten. Jetzt die Knie nach vorne, jetzt den Po nach oben, schieb dich in die Wirbelsäule nach oben, schieb dich ab von den Beinen, hoch, hoch und jetzt aus den Rippen, wickel dich nach oben, mach dir die Taille lang, öffne den Hals, ein paar Mal hier pulsieren. Gut, geh nochmal hier richtig nach hinten in die Oberschenkel, Knochen und dann zieh dich nochmal raus in den Bauch, Füße in den Boden. Einatmen, ausatmen, lass den Po hinten, Globhands und Achtung vom Po springen, hüpf. Von hier aus einmal weiche Bewegung, Hüfte, Seite, Seite die Arme mitnehmen, schwingen, 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 die Arme nutzen jetzt. Eindrehen, eindrehen und dann nach vorne in die Wand drücken. Einmal hier noch mehr ins volle Herz. Vor und dann ins Radiant Heart. Von hier Shift nach links, gib deinen rechten Fuß auf die linken. Linke Hand in die Wand, rechte Hand ins Knie. Und jetzt zieh das Knie noch höher und setz dich tiefer. Schieb die Leiste nach hinten. Und dann den Po aktivieren, drück die Füße in die Erde und hier pulsieren, einatmen, ausatmen. Und einmal noch einatmen, beim nächsten Ausatmen übersetzen, gib das Knie nochmal hoch, gib dadurch die Leiste nach außen, dann nach unten, drück hier richtig in die Muskulatur nochmal. Intensiv und dann schieb dich aus dem in die Länge, Fuß in die Erde. Einatmen, ausatmen, pulsieren in deinem Tempo. Dann setze den Fuß ab, anderen Fuß ab und nochmal vor, zurück. Seite, Seite. Von hier aus Double Seat, gib deinen Fuß auf den Oberschenkel. Knie nach vorne, Leisten nach unten, setz dich nur in die Tiefe, zieh das Knie höher und dichter, setz dich hier richtig rein und spür, wie wenn die Knochen reindrücken, du dich aktivierst, die Hände können daran stabilisieren, aktiviere die Hamstring und dann die die Po-Muskeln. Von hier Domhand durchmachen und sich daraus hochkrabbeln, einatmen, ausatmen, tief. Einatmen, ausatmen, tief, überkreuz, das gleiche, Knie, Seite und hier wieder hoch und tief ein, hoch und tief und hoch und tief, einmal. Zum Globhand, vom Becken aus, Bein nach hinten, Step, Tribal, Step, Tribal, rechter Fuß, links, die Hand zieht die linke Seite um die Kurve und geh einfach zur Wand, gib den Ellbogen in die Wand, die Leisten noch nach hinten und spiel ein bisschen mit der Drehung, drück dich in die Wand, Rippen nach oben, Rippen nach vorne,
drückt dich im Ellbogen weg und spürt dadurch die Rückenmuskeln. Und dann nehme diese Idee. Schieb sozusagen imaginär die Wand weg. Schieben, Becken nach hinten zurück, ausatmen. Einatmen, schieben, ausatmen, zurück. Einatmen und dann dreh dich aus den Rippen, Ellbogen dicht an der Nase, nach oben. Drück dich in die Füße, Becken aktiv. Einatmen, Länge schaffen, ausatmen, Länge schaffen. Und dann erst zurück. Double seat, step gleich, bleib bei der Wand. Becken nach hinten, rechte Seite heben, linken Ellbogen einmal spielen, Rippen hoch und tief, hoch und tief. Und spür durch den Druck, wie du bis hinten in den hinteren Fuß drückst und schiebst. Von der Idee, einatmen, zurück, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, öffne dich hier, Becken nach hinten, öffne dich noch mehr, Becken noch mehr nach hinten, einatmen, lang, 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 ausatmen, geh in deine tiefste Drehung, dann erst Zeit. Seat. Popo links, Fuß rechts, rechts, links, Peacefinger. Hier nochmal Fersen heben, aktive hintere Oberschenkel mit Po. Du drückst hoch, ziehst hoch und auch wenn du tiefer gehst, bist du aktiv. Zweimal hoch und tief und hoch, drück die Füße gegen den Boden und zieh dich nochmal in die Länge nach vorne. Dann die Hände, Fingerkuppen, Fuß, Fuß, Knie, Knie. Und von hier das Becken nach rechts, das Becken nach links, das Becken nach rechts, Rücken rund, Becken links, Becken vor. Kreisende Bewegung aus der unteren Wirbelsäule. Gleiche mit den Armen, wenn es geht. Einmal Seite wechseln, vor, Seite, Seite. Lass die Arme vorne. Lass die Arme die ganze Zeit vorne. Und einmal Länge schaffen. Abdrücken von hier aus. Hebe die Knie zur Seite. Leg dich auf den Rücken. Rechten Fuß, linken Fuß überkreuzen. Entschuldigung, nochmal von hier aus. Popo nach rechts, Knie nach links. Knie nochmal hochdrücken, aber die Leiste weg von dir und nach hinten. Und daraus hier noch ein bisschen die Knie weg vom Oberkörper. Daraus sich öffnen. Knie nach vorne, Leiste nach unten hin. Öffnen. So. Und das Becken wieder zurück. Linker Fuß, linkes Becken. Knie nach rechts. Linkes Knie hochschieben in die Hand rein. Leiste nach unten, hinten, Po nach oben. Rücken nochmal rauswickeln, lang machen hier. Lange Wirbelsäule, lange untere Wirbelsäule, gleichzeitig ein Twist in der Länge. Von hier aus alles wieder einsammeln, die Hände nochmal auf die Knie schalten, Länge nochmal schaffen aus den Leisten und in den hinteren Oberschenkeln arbeiten. Das verlängert sich jetzt in den Boden. Arme eindrehen, ausdrehen und entspannen. Bleibe so lange, wie du möchtest. Und danach geh über die Seite, Kopf als letztes, auf die Knie. Hände und
runter das Brustbein, ziehe das Brustbein nochmal in die Weite, beuge es nochmal nach hinten und verbeuge dich in deinen inneren Herzensraum. Benutze den Raum von hinten, um die Arme nach außen und nach vorne zu schieben. Zieh dich nochmal. Ah, mach dich nochmal lang und froh. Hände, Crown Hands, Ellbogen nach vorne und beuge dich voll Zuversicht in deine Zukunft.